An einer U-Bahn-Station im New Yorker Stadtteil Brooklyn soll auf mehrere Menschen geschossen worden sein. Nach Medienberichten wurden 13 Menschen verletzt. Offenbar wurden auch nicht detonierte Sprengsätze gefunden. Die Hintergründe sind bislang noch unklar. Unser Korrespondent Peter Mücke ist in New York. Was können Sie uns bislang über diese Vorfälle sagen? Bekannt ist, dass die Polizei heute Morgen im Berufsverkehr um 8.30 Uhr etwa Ortszeit zu dieser U-Bahn-Station in Brooklyn gerufen wurde. Passanten hatten Rauch aufsteigen sehen aus der U-Bahn-Station. Die Beamten sind dann runter auf das Bahngleis und haben mehrere angeschossene Personen gefunden. Die Rede ist, Sie hatten es gesagt, von 13 Verletzten, die jetzt in Krankenhäuser gebracht worden sind. Berichte über Tote gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht aber einen Mann, der in einer Arbeitsweste und mit einer Gasmaske geflohen sein soll. Man vermutet, dass dieser Mann für diese Taten verantwortlich ist. Der wird also weiterhin gesucht. Ich bin hier in Brooklyn nicht weit entfernt von dieser U-Bahn-Station und wir haben hier seit einer Stunde ungefähr viele Krankenwagen, Polizeisirenen hören wir, Hubschrauber kreisen über diesem Stadtteil. Die Sache ist ein wenig ungewöhnlich, wenn wir in Richtung Anschlag denken, dann ist Brooklyn nicht unbedingt der Stadtteil, wo man denken würde, dass solche Anschläge verübt werden im Berufsverkehr. Da hätte ich doch eher die Vermutung gehabt, in Manhattan den Berufsverkehr. Vielleicht zum Viertel hier in Brooklyn, Sunset Park ist eher ein Viertel, was viele Einwanderer bewohnen, nicht unbedingt ein reicher Stadtteil und nicht unbedingt ein Stadtteil, wo viele Pendler morgens unterwegs sind. Offenbar wurden auch nicht detonierte Sprengsätze gefunden. Können Sie uns dazu schon etwas sagen? Diese Berichte gibt es, dass Sprengsätze gefunden worden sind. Offensichtlich sind aber die Personen, die verletzt wurden, tatsächlich angeschossen worden, also nicht von Sprengstoffen verletzt worden. Was dagegen spricht, ist ein wenig der Rauch, der sich dort entwickelt hat, offensichtlich in dieser U-Bahn-Station. Sprengsätze sind gefunden worden, berichten Medien, offiziell bestätigt von der Polizei ist das allerdings noch nicht. Gibt es bislang denn schon politische Reaktionen darauf? Nein, das ist noch zu früh. Der Bürgermeister ist alarmiert worden, heißt es. Allerdings, der neue New Yorker Bürgermeister Eric Adams ist auch an Corona erkrankt, ist in häuslicher Quarantäne. Er wird so schnell nicht reagieren können. Das ist jetzt auch erstmal eine Sache der Beamten vor Ort. Wie gesagt, es sind viele im Einsatz. Es kreisen Hubschrauber über dem Viertel. Man hört viele Krankenwagen, viele Polizeiwagen sind dorthin gefahren. Das Gelände ist weiträumig abgeriegelt. Kann man schon einschätzen, ob es sich um einen Einzeltäter gehandelt haben muss? Bisher sucht man einen Einzeltäter, einen Mann, der mit einer Arbeitsweste unterwegs war. Manche Zeugen sagen, eine Weste, die sonst Mitarbeiter der MTA tragen, also der Betreiber der U-Bahn vor Ort. Eine Gasmaske soll er auch haben. Bisher ist nur von diesem einen Täter die Rede. Peter Mücke, danke schön für den Moment. Danke schön nach New York und wir halten Sie natürlich weiterhin auf dem Laufenden.